Und wir kommen zurück bei Terra Enigma. Ja, da machen wir... Ja, ich habe mir noch ein kleines Anliegen, das ist mir vorhin komplett entgangen. Eine Städtenentwicklung können wir noch vollziehen. Aber trotzdem würde ich erstmal sagen, wir machen... Ja, ich bin jetzt hin und her gerissen, denn es dauert also auch ein paar Minuten. Ach, das machen wir noch schnell. Wir haben ja Zeit. Und jetzt weiß ich auch mittlerweile, wann die anderen... Sachen kommen zum Städte entwickeln. Ah, ich sehe gerade, das ist gar nicht mal so weit entfernt. Wir müssen nämlich nach Loire, was jetzt nur noch First und Second Avenue heißt, also Frankreich. Da gibt es noch die Madame Betty, Belly, irgendwie so, die Näherin. Da müssen wir 3 Kostüme abgeben für die Mädchen in Liberita. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht so ganz. Und angeblich kriegt man auch von ihr die Rüstung namens Kostüm. Weil sie bestimmt wahnsinnig viel aushalten wird. So, rein hier. Hallöchen, kleiner Dackel. Bist du ein Dackel? Keine Ahnung. Da ist der Herr liebe Heinz. Das war doch irgendwo hier, oder? Das sieht doch wie aus einer Schere. Da gehen wir mal rein. Netti! Supi! Hallöchen! Was auch immer geschieht, wir werden nie für die Masse produzieren. Ich dachte, ich krieg von dir ein paar Kostüme zum Weitergeben. Das habe ich doch nicht gemacht, oder? Hallo? Hallo? Selbst nach dem Tod des Königs fertigt Madame Netti die teure Kleidung an. Keiner will teure Kleidung kaufen. Der Laden wird zugrunde gehen. Hallo? Guck mich nicht so an! Vielleicht werde ich auch bald kündigen. Supi! Die Stadt wuchs, doch mein Leben blieb gleich. Wie langweilig. Mann, da ging doch was, oder? Ich bin Mary. Du reist viel? Dann hätte ich eine Bitte an dich. Ja, da geht doch was. Willst du mir zuhören? Natürlich. Welchen Gefallen kann ich dir denn tun, Schätzchen? Danke. Ich habe ein paar meiner Stücke hier. Verkauf die Mode in einer anderen Stadt. Sie soll bekannt werden. Könnte ich um diesen Gefallen bitten? Niemals. Sicher. Klar. Ich nehme deine Kostüme mit. Wirklich? Danke, vielen Dank. Wir kriegen ein Cosplay. Das erinnert mich sogar an ein paar. So, mitnehmen und eingesackt. Übrigens, das ist glaube ich auch das flippige Klamotten aus Loa. Angeblich kann man wahrscheinlich auch hier dann später das kaufen, oder ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es die Rüstung namens Kostüm auch. Hier kann man entweder bei dem Lotto in Dingsbumshausen gewinnen oder eben auch bei der Madame Netti irgendwie kaufen oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch mal ein bisschen rumgeforscht, wo die anderen Rüstungen, Waffen und ähnliches ist. Meistens finden wir noch auf den Weg, wenn wir der Story folgen. Und in der Story, da wird es bald richtig zur Sache gehen. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Wie eine Bombi. Der nächste Dungeon ist eh schon, das ist schon der, ich sag mal, der Auftakt zum... Ja, wie sagt man am besten? Der Auftakt zum Showdown. Also wenn wir dann da drin sind, dann merkt man schon, dass es bald ziemlich zu Ende geht. Das Ganze, und ich bin gerade verdammt blöd gefahren. Aber egal, wir haben ja Zeit, wir haben die Zeit. Das ist ja so wunderbar. Ach, wie blöd bin ich denn, es muss eben den ganzen Kontinent hier rum. Und da müssen wir auch noch reingehen, genau, das kommt aber später noch.
Und es lag, obwohl ich auf Line bin. Es liegt bestimmt an der ROM, ich kann mir alles wirklich nicht erklären. Gut, da ist Lotto, oder? Um mal sicher zu gehen. Lotto, Lotto, supi. Gut. Nee, das war nicht die Stadt, die ich jetzt dachte zu meinen. Also ist auf jeden Fall nicht. Wir müssen noch die Berita. Und zack. Da sind wir hier drüben. Ja, langsam kenne ich mich schon aus. Das ist doch was. Das ist krass. Da genau. Und 3 Stunden absteigen von dem Schiff. Liberita. Wunderbar. Und rein hier. Und wir sind da in Liberita. Das ist wunderbar. Gucken, ob auf irgendein Schild ein Schärchen ist. Das sieht mir nicht so aus. Da ist auch nix. Mir graut's. Da ist auch nix. Ach, Moment, die 3 Mädchen sind ja hier. Stimmt, das sind diese 3 Tussis, genau. In der Mädchen-WG. Die 3 Mädels, ach, ich liebe es. Wie sie immer einen Saustall hinterlassen, ihre ganze Unterwäsche liegt hier rum. Keine Manieren. Guck mal, was ich habe. Wenn es um Mode geht, sind wir ziemlich pingelig. Ach, die quatschen schon selbst. Ja, ich weiß schon, wir haben. Zeigst du etwas, das uns gefällt, werden wir dich belohnen. Hm, mal gucken. Dann rüsten wir das mal aus. Und zack, zack und zack. Obwohl ich glaube, ihr würdet das 0 stehen. So viel am Mode kenne ich mich schon etwas aus. Hm. Guck mal. Grande Madonna. Wo hast du diese Klamotten hier? Traumhaft. Gibst du sie uns? Keine Chance. Vergiss es. Leuten wie dir gebe ich das nicht. Wie bitte? Bist du etwa kein lieber Junge? Soll ich dich bestrafen? Unfassbar. Diese Jugend von heute. Okay, du kriegst es. Natürlich. Also, wenn ihr sie unbedingt haben wollt, nehmt sie in Gottes Namen. Mir steht es sowieso nicht. Oh, wow, wirklich? Yippie! Yahoo! Moment. Yahoo! Ich kann das nicht so ganz. Eieieiei. Bitte, nimm das. Vielen Dank, Süßer. Taco wird mit Küssen bedacht. So wie ich es liebe. Sein Blutdruck erreicht ungeahnte Höhen. Oh. Und er. Ah, das sieht schon etwas leicht pervers aus. Ich will nicht aussprechen, was ich gerade denke, was er macht. Dieser kleine Dreckspatz. So. Gut. Dann ist das auch gemacht und wir können bisher nichts machen. Und 2 andere Sachen, die wir noch machen. Ich muss mal wieder auf Ruhe sie. Ist ja kein Ding, ne? 2 andere Sachen. Das eine ist storymäßig, das spoilere ich nichts. Und das andere ist halt, dass Will auf die große Idee kommt. Ach, ich könnte ja ein Bötchen bauen. Das kommt beides erst später. Ja, nicht Bötchen, Flugzeug. Er will dann eben auch mit dem Flugzeug zum Endboss fahren. Fliegen meine ich natürlich, ich bin so doof. Ja, da würde ich mal sagen, wir haben bisher alles storymäßig gemacht, was städteentwicklungsmäßig los ist. Dann geht's wieder zurück. Die Hälfte des Parts ist leider schon um. Aber wir können immer noch etwas in Yamei machen. Und da gibt's auch eine ziemlich geile Rüstung. Ich weiß nicht, ob man die jetzt schon kaufen kann oder etwas später. Ich glaube aber irgendwie etwas später, aber das sehen wir dann. So, Moment, bin ich hier richtig? Bin ich denn da?
Da muss ich doch hin, ich Trottel. Und schwupps und ab nach Yamei. Da da da. Mit derselben Mucke wie in Neo-Hoto-Ui-Okio-Ho-Ho. Gut. Ja. Wir wissen ja, da gibt es in irgendeinem von diesen Häuschen so eine kranke Frau, die müssen wir natürlich auch heilen. Weil wir sind der Superheld und wir müssen alles machen. Und dann gehen wir mal zu den Medizinmann. Ich glaube, in dem Haus waren wir gar nicht drin, oder? Kann das sein? Hm. Ab nach unten. Hallöchen, du. Hallo. Bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden. Also, der andere Otaku, ihr wisst schon. Hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider. Auch ich bräuchte Ginseng. Gut, und was brauchst du? Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Hm. Das ist ja gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob der gute Andere Otaku vielleicht noch ein paar Ginsengs übrig hat. Eine kleine Rettungsaktion wäre auch gar nicht mal so schlecht. Hallöchen, ich... Hallöchen. Was möchtest du? Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Okay. Geschäft? Was meinst du damit? Ich habe einen Bruder. Wong. Eins waren wir Partner. Epische Rückblende. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Und tschüss. Man sagte, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ich gebe dir Ginseng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Na klar doch. Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder. Ich werde nach ihm sehen. Was tust du? Welch nobler Zug. Das ist Ginseng. Er hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Wir kriegen ein Ginseng. Ginseng ist... Also ich glaube, ich habe es noch nie probiert. Und ich glaube, ich werde das auch nie erstmal dem guten Doc geben, denn ich glaube, die kann man öfters verwenden, wenn mich nicht alles täuscht. Erstmal zu dir. Moment, erstmal ausrüsten. Ginseng. Diese Pflanze heilt Krankheiten. So, das rüsten wir mal aus. So, und guck mal. Holle Rö. Hier hast du Ginseng. Gib es deiner kranken Freundin. Sie soll es trinken. Das soll sie von den Albträumen befreien. Für alle Zeit. Versuche es. Ich dachte, du brauchst es und du bist ja auch ein Trottel. Hm. Gut, dann gehen wir mal zu unserer kranken Freundin. Wenn wir sie wieder finden. Ich glaube, sie war hier im Hotel, wenn mich alles täuscht. Ist ja kein New York, was wir hier durchforsten. Das werden wir doch finden. Ich krieg dich. Oder nicht. Das ist schon echt Psyche, irgendwie die Fliege. Ich finde auch schön, wie die ganzen Rohre direkt so angebaut sind. Das sieht ja bestimmt total scheiße aus. Da ist sie doch. Ich bin schon da. Ich bin beim Arzt gewesen. Er sagte, dass die Kraft des Ginsengs den Albtraum von ihr nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ginseng geben, abwarten, Ginseng geben. Ich muss etwas tun. Sie leidet fürchterlich. Otaku gibt Fida das Ginseng. Und Fida, die kennen wir doch. Eine kleine Katze, die hoffentlich nicht lange dauert.
Ja, aber sowas will ich auch nicht irgendwie mittendrin aufhören. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Findet sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Frieda. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frag ihn nach dem Schatz. Wenn es sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas. Frieda, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greif an. Ohne Unterwerfung oder Tod. Und tschüss. Ah, die haben wir schon ausgeplündert. Ich wurde... Er ist nicht ganz gecheckt, das ist die Stadt, in der wir ganz am Anfang waren. Das war das Dings vom Dorfältesten, oder wer das war, dieser alte Sack. Da haben wir deswegen schon die ganzen Truhen ausgegraben, das war ein Starkholm, nee, oder? Starkholm, ich glaube schon, genau. Also die allererste Stadt. Melinas Mutter, ah, interessant. Ich verstehe, schau nicht zu leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Was für ein epischer Satz. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Verzeiht. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben beschützen werde. Was weißt du schon, Otaku? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Wow, das ist echt krass. Aber naja, mit so einem König muss man das ja fast machen. Unterwerfung oder Tod, also... Ah, schon scheiße. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Ach, das stimmt doch nicht. Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten auch nicht vergessen. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen! Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Otaku, Prinzessin, Burg Drachenfels, muss mich beeilen. Gut, ich kann noch nicht laufen, super, jetzt kann ich laufen, super, ich kann wieder rennen, ist ja cool. Und ach du Scheiße, naja, sie kann ja nichts dafür. Aber was für ein Drecksack von König. Gut, dass der tot ist. Gut. So. Jetzt müssen wir... Wer bist du denn? Jetzt hol ich den Part beenden und dann kommt sowas daher. Hallöchen, was ist denn los? Hey, da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Bill getroffen. Du bist sogar bisher mehr gereist, um dein Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Ja? Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge hortet.
Er scheint sich in mysteriöse Vorgänge auf Drachenfels verwickelt. Was für ein deutscher Satz. Ach, das ist Perry, genau, der Skater. Ganz, ganz genau. Okay, ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte jetzt ein Gefühl. Hier stimmt etwas nicht. Ganz recht. Lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Yeah. Im nächsten Part. So, im nächsten Part gucken wir mal, was sich da in Burg Drachenfels verbirgt und... Ja, langsam geht schon etwas dem Ende zu, aber kurz bevor dann alles fertig ist, sammle ich nochmal alles ein und guck, dass wir doch alles relativ zusammenkriegen. Aber es bin doch ziemlich spitz auf die Story und ich hoffe, ihr auch. Gut, dann sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!